So, willkommen zurück. Ich hatte kurz die Aufnahme ausgemacht, aber wir haben gerade mal drei Sachen aus dem Workshop geladen. Okay. Dreistelliger Code, erstmal ohne Hinweis. What happened? Irgendwas hier passiert. Ich weiß noch nicht genau was. Irgendwas hat hier gerappelt. Okay, wir brauchen einen Domino mit einer 1 und einer 2. Das bist du. Dann einen mit einer 3 und einer 5. Das bist du. Oh, hier ist irgendwo ein Schlüssel rausgefallen. Der ist vermutlich dann dafür. The hell is going on? Ich glaube, jemand hat hinter der Wand Hitler eingesperrt und der will raus. Chest, okay. Das ist eine sehr schwere Kiste. Okay. Das ist wahrscheinlich auch nicht hohl innen, die ist einfach komplett so gegossen am Stück. So Blei. Okay, wir haben hier noch drei Schlösser mindestens. Okay, damit kann ich nicht interagieren. Geben uns die Bilder irgendwie einen Hinweis für den Code? Gar keine Ahnung, was ich machen soll. Oh, ich kann den Hammer nehmen, okay. Das hat nicht funktioniert. Können wir ihn in die Toolbox tun? Noch ein Buch, das kann ich aber nie lesen. Das ist Deutsch, das kann ich nie lesen. Ich den Teppich wegziehen? Nein. Weil wir den Creator auch gerade im, also den Raumersteller gerade im Chat haben, der aber die ganze Zeit auf Englisch schreibt, nicht wundern, wenn ich hier mal kurz Englisch zwischendrin spreche. Do you understand if I talk German in the meantime or do you only understand English? Some of it, alright. Nur für den Fall, dass ich Fragen habe. Dass ich weiß, auf welcher Sprache ich die Frage stelle oder in welcher Sprache. I didn't get at all what the torch did after I move it. So what... Oh, here's something. Oh, but that's... Okay, das ist glaube ich nur Deko.
It moved the painting to reveal the tic-tac-toe. Alright. Can't interact with it though. Not yet. Scheint mich in den Escape Simulator verliebt zu haben. Na, nachdem wir die regulären Level durch sind, dachte ich, gucke ich mal, was im Workshop inzwischen so drin ist. Ich mag das Design vom Raum tatsächlich. Also es ist halt sowas komplett anderes, als das Spiel bislang angeboten hat. Hätte ich jetzt gar nicht mit gerechnet, dass das Spiel das so hergibt. Also wenn wir einen Hinweis zu dem Log kriegen, es könnte halt einmal die Nummer der X'e, der Kreise sein und der leeren Felder. Das wäre halt 2, 3 und 4. Die Frage ist halt nur die Reihenfolge. Falls das überhaupt was damit zu tun hat. Okay, I'm completely lost. I don't know what to do next at all. Can I... Try look behind stuff. Wow. What is that infernal thing and what is it looking at? Okay. Yeah, what is it looking at? Oh. Achso, das sind einfach nur die weiteren Dominosteine. Ich meine, wow. Den Hebel muss man halt auch erstmal sehen. Wow. Alright. Dann haben wir aber zumindest die Kiste offen. Alright, alright, alright.
Bücher -5, Anzahl der Fackeln und Dominosteine -11. Fackeln haben wir 4, würde ich sagen, ne? Ist irgendwo in den Ecken noch eine? Oder oben? Ne, gehe ich mal von 4 aus. Bücher. Wahrscheinlich alle Bücher. Wir haben 3, 6, 10, 12. 3, 6, 12 minus 5 wäre 7. Also 7 und 4. Und Dominosteine sind 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Minus 11 sind 7. Was hatte ich gesagt? Wie viele Bücher? 12, also 7, 4, 7. Es ist das. Offenbar nicht. Bücher minus 5. Vielleicht nur die zusammengeklappten Bücher? Keine Ahnung. 3, 6, 9. Ich zähle da 12. Minus 5 ist 7. Könnten wir aber gegebenenfalls auch mit 6 probieren. Sind hier noch mehr Bücher irgendwo? Fackeln sind halt schon 4, oder? An jeder Seite eine. Und Dominosteine sind 4 hier, 4 hier. Mit dem sind es 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 minus 11 ist definitiv 7. Mit Fackeln vielleicht auch die extra Kerzen gemeint, das wären zu viele. Ja, wir haben ja auch 5 eingestellt, das muss 4 sein. Kurt, moin. So, why is it 8? Did I miss a book? I count 12 books here. I missed a book, alright. Oh. Damn, I skipped the raid. I skipped the rating. And now I'm stuck. Das alte Buch? Welches alte Buch jetzt? Es muss noch irgendein Buch außerhalb des Regals geben. Ja, hier sind halt 2 Bücher drauf. Dann müsste es aber eigentlich 9 sein. It's so perfectly behind the barrel. Oh, that one. Alright. Alright, alright, alright. Yeah, then it all makes sense. That was a tricky one. It's a lot more hidden object-like and less puzzle. That's a nice twist. You probably should like put a hint somewhere early on that it's important to look for hidden stuff. Because if you played all the regular rooms, where most of it is puzzles,
and less searching around, then you wouldn't expect to look at small nooks like here and tiny pieces like that switch. I mean, these are good puzzles, but I wouldn't have expected them. Alright. Aber insgesamt eigentlich ganz cooler Raum. Was haben wir denn noch so? Dann haben wir noch den Saw-Emulator. Ich bin gespannt. I want to play a game. Collect all... Soll das eine Zahl sein? All 6 jigsaw pieces to find the code to the chest by the door. In it you'll find the key to this room. Live or die, make your choice. Ich hoffe, wir müssen uns kein Bein absägen. Oh, wow. Ich mag die rote Farbe auf dem Boden. Hoffentlich ist da auch irgendwo eine Puppe auf dem Tricycle. Nice bloody, yeah, sure. Entschuldigung, mir ist hier meine Latexfarbe ausgekippt. Don't let this puzzle get to your head. If you need a leg up, check behind you. Okay, also es ist quasi Dolch, Hammer, Dolch, Dolch, Axt, Dolch. Axt ist 5. Die Spitzhacke ist 4. Dolch ist 7. Oder ist das eine 1? Nee, ist schon eine 7, oder? Also quasi 7, 4, 7, 7, 5, 7. Aber wo gebe ich das ein? Wo gebe ich das ein? Okay, was war das hier? Was habe ich gesagt? 7, 4, 7, 7, 5, 7. Ja. 7, 4, 7, 7. Well, das war's nicht. Müssen wir in die Richtung gucken, wo das zeigt. Fangen wir unten an. Aber 7, 4, 7, 7, 5, 7 ist uns schon richtig, ne? Oder ist doch eine 1 und keine 7? Das ist halt schon keine 1, oder? Also können wir ausprobieren, sonst ist es vielleicht einfach eine andere Reihenfolge. Nee, es wird schon eine 7 sein. Aber dann müssen wir einfach die 4 und die 5 tauschen, wenn es andere Reihenfolge ist. Das ist ja dann schnell gemacht. Ist es aber auch nicht. Okay. Vielleicht ist es aber auch einfach die falsche Kiste. Also vielleicht müssen wir da gar nicht hin. Well, das ist hochauflösend. Areas that do not observe daylight time. Okay. New York minus Dallas, you've only begun. Miami minus San Francisco, that leaves only one. Denver minus Seattle, that makes 3. Unlock the briefcase.
You'll be one step closer to the key. Okay. Er ist halt voll gut, wenn man sich in den USA nicht auskennt. Aber ja, okay. New York minus Dallas. Das ist 5 minus 4. Das ist 1. Ja, doch, das ist 1. So, Miami minus San Francisco ist 5 minus 2. Das ist 3. Also 1, 3. Und Denver minus Seattle. Wo liegt denn Denver? Seattle ist ganz an der. Ist hier oben irgendwo. Glaube ich. Ist Denver hier in dem Bereich irgendwo? Colorado. Oh, so it's here. Alright. Also ist das auch 1. Also sind wir prinzipiell bei. Bei. Was war's? Sind wir bei 131 für den Briefcase. Das Ding können wir einfach aufmachen, okay. Klein, rund und nussig. Auf jeden Fall. Wow, was für eine Textur. Alright, das ist locker irgendein Hinweis. Oh, das kann ich nicht anpinnen. Oh, uncool. Okay, der Button macht noch nichts. Hier sind riesige Karten drin. Come on. I brought my love to a fancy club. She lost her diamond ring when she gave me a shovel to dig my grave. Alright, so, also ist es. Das ist Shovel. Das ist Club. 4 ist Diamond. Also ist es. 2, 3, 4, 7. Wo auch immer wir das einstellen. Oh, okay. 2, 3. Alright, I got one. Wir haben immerhin 1. Das ist doch was. Okay, das ist Schach, das ist Weltraumgedöns, das ist Uhr. Das ist Messer. Ein heißes Bad, ne? Was haben wir denn hier? Don't make the same mistake as Icarus. He started flying too close to the sun. Alright. Die vier Teile kennen wir doch auf jeden Fall. Das heißt, wir müssen jetzt die Reihenfolge von der Sonne aus, ja? Das wäre Erde, Mars, also prinzipiell 3, 5. Kommt erst Jupiter oder erst Saturn? Jupiter ist schon weiter weg, ne? Also 3, 5. 1, 6.
nicht. Oh, wir sollen ja nicht den Fehler wie Icarus machen, also quasi andersrum. Also nicht zu nah an der Sonne. Also wäre es 1, 6, also wahrscheinlich auch eher 6, 1. Okay. Auch nicht. Ist es 5, 3? Oh, es ist erst der Mars, ja, sorry, mein Fehler. Ich dachte... Es ist 1, 6, 5, 3. Ist Saturn weiter weg als Jupiter? Ich habe echt keine Ahnung. Das ist das Traurige an der Sache. Eigentlich sollte man sowas wissen, oder? Alright. Hier war das. Und das war 131, ne? Jo. Alright. Und das ist bestimmt das Briefcase, oder? Das haben wir gelöst. Das ist auch durch. Nee, das ist Chest by the Door. Okay. Okay, und die Jigsaw Pieces geben mir hier den Code an. Okay, das heißt... Oh, I get it. Glaube ich. Geht es einfach um die Anzahl? Oder ist es doch die Reihenfolge? Also es ist ja... Warte mal. Es ist dreistellig. Also es ist tendenziell 4, 5, 7. Also die Ziffern auf jeden Fall. Die Frage ist jetzt nur, in welcher Reihenfolge. Head, Leg. Okay, zuerst Head. Also 4... Also es ist tatsächlich 4, 5, 7, okay. Okay, dann haben wir 4 von 6. Kriegen wir denn das 6. eigentlich her? Weißt du noch, welches Jigsaw-Puzzle aus welchem Rätsel kommt? Nö, ist das wichtig? Wir haben hier doch eh nur 5 Teile und hier sind 6. Also wir werden schon noch irgendein weiteres Puzzle für die Reihenfolge machen müssen, denke ich. Wir haben ja auch gar keinen Timer, ne? Fällt mir gerade so auf. So, irgendwie müssen wir das Schachpuzzle noch hinkriegen und... Das ist ja spannend. Wenn ich hier gedrückt halte, bewegen sich die Teile. Okay.
Aber das macht halt... Ach so. Und das ist dann die Reihenfolge. Das ist dann... Ah, sieht man die Reihenfolge? Okay. Dann der. Okay. Also ist es quasi 3. Was kommt? Nee, der als erstes, okay. Dann der 2 vor. Dann er muss ja auch so. Okay, also ist es 0 4 2 6. Alright, damit haben wir jetzt 5 von den Puzzle Pieces. Wir brauchen 6. Hätte ich schon gern wieder. Ich weiß ja noch nicht, was ich mit den Nüssen machen soll. Stand nicht irgendwo was mit Briefcase? Ist der Spiegel vielleicht ein Fernseher? Ich glaube nicht, dass sich da was tut. Es sieht einfach nicht so aus, als würde das Ding jemals funktionieren. Was ist denn hiermit eigentlich? Oh, die kann ich aber schon beliebig placen, ne? Okay. Color Grading? Ich habe keine Ahnung. Batterien, ich kann mit der, also kann ich probieren, aber die hat halt nicht mal ein Fach für Batterien. So. Ich denke nicht, dass mit der Fernbedienung irgendwas geht. Hier ist noch ein Schalter. Oh, der Light Switch macht einfach was ganz anderes. Okay, guck mal, dann haben wir hier doch die Reihenfolge. Das ist lila, grün, violett. Lila. Come on. Oder? Nee, in Wirklichkeit ist das... Ist das schon das, oder? Dann orange, gelb, rosa. Orange haben wir, glaube ich, nicht. Also das könnten wir jetzt halt brute-forcen. Das ist halt nur eine Sache, die fehlt. Batterien ab in die Badewanne und dann selber rein. Ich glaube, mit den Batterien bringt das nicht so viel. Also 7, 2, 4... Irgendwas 8, 8. Okay, 9 ist es offenbar. Der war okay. Ich habe keine Ahnung, wo das letzte Rätsel ist, aber... Vielleicht finden wir es noch.
es ja schon gern verstanden, was ich da tue. Also ich meine, irgendwo muss ja eigentlich noch ein Rätsel sein, ne? Das Ding hatten wir, oder? Das war... Ah ja, das war das Ding. Hydraten. Ja, mal sofort. Schön, wie das einfach in die Kiste klippt. Traumhaft. Ich mag die Idee mit den Briefcases hier an der Wand. Oder ist das wirklich so gedacht, dass man das letzte Brute Forced? Aber nee, da muss schon irgendwas noch mit den Batterien gehen, oder? Sind die einfach nur Deko? Ich weiß es nicht. Ich muss auf jeden Fall nochmal kurz wohin. Ich bin sofort wieder da. Bis gleich.